Moin ihr Homos, was geht? Ein wenig Herrschaft ist am Start mit der MK14. Die haben uns mal reingepimmelt, weil die eigentlich gar nicht so schlecht ist. Die wollte ich nämlich mal hochspielen. Bisschen mit Schalldämpfer, bisschen mit Essmine, bisschen mit tragbarem Radar. Was ist noch dabei? Kein Plan. Auf jeden Fall, ich bin wieder mal in das Spiel reingeswitcht worden. Und zwar, ja, die Gegner sind mit 75 Punkten am Führen. Und wir sind übelst am Abscheißen. Also hoffe ich mal hier, dass wir das Spiel noch gedreht kriegen. Ich weiß es nämlich nicht mehr ganz. Auf jeden Fall rape ich sie hier ziemlich zusammen. Die MK14 killt richtig schnell. Das macht richtig Spaß, mit der zu spielen. Auf jeden Fall muss man dazu sagen, meine Perks sind, glaube ich... Was sind meine Perks? Tja. Ich glaube Fingerfertigkeit, Attentäter und Todesstelle. Ja, ich glaube, das war's. Und ihr seht erstmal hier direkt die Predator und jetzt spawnen sie alle irgendwie da so um mich rum. Das ist richtig geil, Mann. Ich habe gedacht, was geht denn ab bei dem Game? So müssen die spawnen sein. Immer schön vor mir spawnen. So ist das geil. Solange sie mich da nicht killen, ist alles prima. Aber ihr seht die ganze Zeit überall laufen Gegner bei mir rum. Ich komme gar nicht mehr klar, ey. Und auf jeden Fall sehen die mich auch die ganze Zeit nicht. Also von daher habe ich jetzt direkt erstmal den Reaper reingepimmelt nach ein paar Sekunden. Das ist ganz akzeptabel. Hier versucht mich irgend so ein Kack-Sniper wegzuholen. Ey, das war so knapp. Ich sag's euch, wäre ich da gestorben, wäre wahrscheinlich das ganze Gameplay anders geendet. Ja, kurz was zu der MK14. Wenn ihr es noch nicht wisst, diese Waffe tötet mit einem Schuss in den Kopf, egal auf welcher Distanz. Das müsst ihr euch reinziehen. Das heißt, diese Waffe ist eigentlich ein Sniper. Wenn ihr damit gut in den Kopf schießen könnt oder so, packt sie euch rein. Ist richtig geil. Ist eine Einzelschusswaffe. Das heißt, ihr müsst einen guten Triggerfinger haben oder euch wie die anderen minderwertigen Spasten und Homos einen Rapid Fire Controller zulegen. Zum Rapid Fire Controller. Der Rapid Fire Controller gaukelt der Xbox vor, dass ihr die ganze Zeit hinten die RT-Taste drückt, also die Schießtaste. Und so schießt er halt vollautomatisch mit der Waffe. Für euch, die es vielleicht nicht wissen. Aber naja, man braucht sowas eigentlich eher weniger, wenn man es einfach drauf hat. Gebt mal so an, ich hab's drauf mit der Waffe ein bisschen. Also nicht so extrem. Es gibt Leute, die haben es mehr drauf, aber ihr seht hier erstmal schöner Double Kill mit der Python geholt. Python mit Taktikmesser, eine geile Waffe auf jeden Fall, muss man sagen. Die hat richtig geil Präzision am Start und so, besser als die anderen Pistols. Ja, und deswegen habe ich mir erstmal hier gerade den ersten Payflow geholt. Direkt die nächste Predator am Start natürlich mit der AK, die ich hier aufgenommen habe. Ja, zurück zu MK14 mit 3 Schuss, glaube ich, in den Körper mit Dings. Und da habe ich mir so selber ins Gesicht geboxt. Ich schaff das als einzige Person in ganz COD, dass ich mit der Predator mein Payflow zerstöre. Das passiert mir ohne Scheiß, das passiert mir eigentlich so verfickt nochmal oft. Und warum? Weil immer diese Scheißfotzen unter dem Payflow spawnen, ich immer die wegholen will und zack, baller ich immer mein Payflow runter. Das ist so zum Reiern, ey, da könnte ich so ausrasten. Naja, aber eigentlich ist es ja auch nicht schlimm, weil der Payflow, was macht der? Nix! Genau, wir haben es ja vergessen. Er macht ja wieder nichts, macht der. Der Scheiße ist, weil er aus dem Arsch stinkt. Die Cobra hingegen macht relativ viel. Die macht übelst viel, muss ich dazu sagen. Das ist zwar nicht meine, aber kein Plan, Mann. Die Gegner schießen die ganze Zeit runter. Also von daher erwartet euch nichts von den ganzen Payflows, die ich im Spiel habe. Es sind ziemlich viele, muss man sagen. Er hier hat es so nicht drauf gehabt, aber egal. So, tja. Das kann man, genau, MK14 im Körper halt mit Schalldämpfer 3 Schuss, ohne Schalldämpfer 2 Schuss, so um den Dreh. Also man muss natürlich sagen, diese Waffe, die ist nicht mehr normal und damit, ey, das ist echt krank. Zweite Boden-Luft-Rakete direkt erstmal am Start, die AK mit Rotpunkt, die habe ich mir irgendwie auch lieb gespielt, die ist nämlich gar nicht mal so schlecht. Ich habe erst gedacht so, was ist das für eine Scheiße, ihr wisst ja, was man immer so aufnimmt, so Asuk-Visier, Tamal-Visier auf M60 und sowas. Und eigentlich ist die echt geil gewesen. Also ich muss schon sagen, so mit Red Dot oder so, da lässt die sich schon gut spielen. So, ihr seht hier, der Reaper, der bringt es jetzt irgendwie nicht so auf die Reihe. Irgendwie, weiß ich nicht, das ist irgendwie wieder so ein Bimbo-Killstreak geworden. Früher war der mal irgendwie geiler, früher war generell das Spiel geiler. Und deswegen, ich weiß auch nicht, zum Thema Black Ops 2, da sind ja immer die Leute am Raten und Mengen und Machen. Und, oh, hole ich mir das jetzt und hole ich mir das jetzt nicht. Und, weiß ich nicht, grabe ich mir jetzt im Arsch rum und so, aber... Ich weiß es nicht, irgendwie, ich glaube, ja, man kann es noch nicht so richtig sagen, ob man sich es jetzt holt oder nicht. Aber ich schätze mal, ich leih mir das irgendwie dann aus in der Videothek oder so und guck da mal, wie das ist, bevor ich da irgendwas kaufe, wieder für viel Geld. Das ist nämlich dann schon echt teuer, muss man sagen. Ja, und deswegen, ja,
weiß ich jetzt nicht, ob ich euch was versprechen kann, von wegen, es kommt Black Ops 2 Gameplays raus. Es werden wahrscheinlich Black Ops 2 Gameplays rauskommen. Zwar nicht versprochen, wie eben schon gesagt, aber ja, ich denke mal, so der Sascha wird sich das vielleicht holen. Oder ich werde es mir einfach ausleihen in der Videothek. Das dauert ja immer seine Zeit, bis das in der Videothek ist, aber mal gucken. So, hier schnappe ich mir erstmal die P90 Red Dot, aber da P90 Red Dot mir nicht beliebt, nehme ich mir erstmal P90 Schalldämpfer, die ist nämlich richtig geil. Pimmel erstmal den Gegner weg, der mit der P90 Schalldämpfer meint, der muss mich jetzt hier irgendwie killen. Den Sniper wird auch noch schön weggepimmelt. So, ballistische Westen sind auch am Start. Hier wollen sie wieder schön C sichern, ist nix. Direkt erstmal die nächste Predator am Start, irgendwie die vierte Predator oder so, keine Ahnung. Das Spiel hat mal wieder Fun gemacht, aber danach wurde ich ja wieder gebannt. Wir wissen die Geschichte, müssen wir jetzt nicht weiter erläutern. Stinkt aus dem Arsch das Spiel. Finde ich überhaupt, fick dich ins Knie. Und ja, hier mache ich einen groben Fehler. Das hätte ich nicht machen sollen. Gleich irgendwo da ist echt... Das war scheiße, hätte ich noch meinen nächsten Payflow pimmeln können. Hier habe ich erstmal die nächste Bodenluftrakete am Start. Und jetzt versuche ich, nachdem ich die Rakete eingesackt habe... ganz doofe Geschichten zu machen. Ich wollte wieder ballistische Westen nehmen, dann hätte ich lieber sein gelassen, um ehrlich zu sein. So, meine Freunde, wir haben Skyrim natürlich auch noch im Start am Kanal, falls ihr das nicht wisst, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Richtig geil. Müsst ihr euch mal reinziehen. Wenn ich weitermachen soll mit Skyrim und so, sagt Bescheid. Und ja, COD Gameplays. Wie immer am Start, auch COD 4, COD 5, nach Wunsch von euch natürlich. Also, wie gesagt, müsst das in die Kommentare schreiben. Ich hau auch gerne COD 4, COD 5, COD 6, COD 7. Ja, COD 7 kann man auch machen. COD 7 Gameplays hau ich gerne für euch raus, wenn ihr wollt. Und sonst bleibe ich wie gewohnt ein bisschen bei MB2 am Gammeln. Ich finde, das ist immer noch ein sehr geiles COD. Ja, dann was zu Battlefield 3. Irgendwie ist das ja in Vergessenheit geraten, da ich am PC grottenschlecht bin. Einfach nur scheiße am PC. Und deswegen, ja, tut mir das auch leid, aber irgendwie erstmal werde ich jetzt keine Battlefield 3 Gameplays rausbringen. In den nächsten Jahren, Monaten, wie auch immer. Keine Ahnung, aber ich bin einfach nicht der wahre PC-Zocker so ziemlich. Und deswegen, ja, für Xbox irgendwie, keine Ahnung, hätte es mir vielleicht eher holen sollen, aber ich hatte irgendwie Bock. Weißt du, neuen PC am Start, da denkt man sich erstmal, boah, jetzt holst du erstmal das beste Game, so ziemlich, was es so viel Grafik gibt und so, und haust das erstmal auf dein PC drauf. War ja alles geil und gut, aber ich hatte außer Acht gelassen, dass ich mit der Maus so gut wie gar nichts kann. Ja, und deswegen, ja, naja, das ist so ein bisschen vergessen reingeraten. Das nächste Game, das ich mir vielleicht holen werde, ist dann was? Rainbow Six, das neue, genau, das kommt ja auch noch. Das kann man sich natürlich auch noch mal in die Konsole reinhauen. Das ist nämlich, glaube ich, nicht schlecht. Kann man nicht sagen, dass das schlecht ist. Das erste war nämlich auch schon richtig geil, Rainbow Six. Das erste, das hat richtig Fun gemacht. Da habe ich auch noch ein bisschen gespielt. Zwar nicht so intensiv, aber doch ordentlich. Und deswegen, ja, mal sehen. Mal sehen, was der Geldbeutel so hergibt. Wenn er natürlich sagt, ne, nix ist, wir haben kein Geld mehr, dann, ja, wird das eher weniger geholt. Aber egal, da dürft ihr euch schon mal drauf freuen. Ihr habt's gesehen, ich habe meinen Payflow wieder nicht gekriegt durch diese Ballistik-Westen aufnehmen. Aber ist ja auch Schnurz, wir haben 4 Payflows oder so, das reicht ja, würde ich mal so sagen, erstmal. Irgendwie 5 Reaper haben wir dieses Game gekriegt, der Endscore ist irgendwie mit 54 irgendwas. Also richtig nice, muss man dazu sagen. Das Game hat Bock gemacht, das muss man einfach dem Spiel lassen. Das war geil. Hat Spaß gemacht. Wir haben das Spiel sogar noch gedreht, sehe ich hier gerade mal so. Also auch richtig Hammer. Schön das Spiel gedreht. Alles perfekt, so wie es sein muss. Und deswegen, Leute, ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß bei dem Gameplay. Haut da rein. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und Peace!